Berlin sein heißt Rapunzel sein, gegossen werden, nicht blühen, blähen. Wolfgang Otto Neuss, geboren am 3. Dezember 1923 in Breslau. Nach Schule und Schlachterlehre Soldat, dann Frontunterhalter, Kabarettist, Schauspieler, Filmemacher. Gesichter eines Lebens, das letzte Woche in Berlin aufhörte, ein Leben, das sich nicht auf einen Begriff bringen lässt. Wolfgang Neuss, der Filmschauspieler, oft mit eigenen Texteinlagen, hier in Weg ohne Umkehr. Radioaktive Regenwürmer. Wozu macht man Regenwürmer radioaktiv? Also die Würmer, ja, die stecken doch in der Erde. Großartig. Und wenn sich nur die Würmer, ja, beim Gegner in den Boden bohren, aha, Bohrwürmer, dann wird doch die ganze Erde auch automatisch radioaktiv, ja? Und wenn nun einer sein Radio erdet, dann haut's unverschämt die Röhren durch. Das ist ja großartig, ja. Jede Kriegsführung ausgeschlossen, vollkommen ausgeschlossen. Propaganda unmöglich gemacht. Unmöglich, die Sache hat bloß einen Haken. Die Würmer wollen nicht. Und nun wollen wir rauskriegen, ob vielleicht die sowjetischen Würmer den Quatsch mitmachen. Sie wissen, Überzeugung macht viel und der Bolschewismus denkt an alles, nicht? Der doppelte Wolfgang, das war fortan das Komikerpaar Wolfgang Neuss und Wolfgang Müller. Im Wirtshaus in Spessart, in Wir Wunderkinder, Neuss und Müller, 50 Filme, eine große Freundschaft, jäh zu Ende durch Müllers Tod 1960. Wir Kellerkinder, Neuss bissige Alleinfilmproduktion, zeigte ihn erstmals als politischen Satiriker der Zeitgeschichte. Fortan war er beides, der harmlos komische im Hauptmann von Köpenick und das boshafte Schandmaul, das der deutschen Fernsehnation den Halstuchmörder per Zeitungsinserat verriet. Aber Neuss hatte auch höhere Schauspielerambitionen. Shakespeare, Lessing, Piscator, das sind Anstrengungen für ihn hier in der Sache Oppenheimer. Ich glaube, die ganze Gemeinde der Wissenschaftler ist tief besorgt, dass hier ein Mann vor einem Tribunal steht, weil er entschiedene Ansichten entschieden vertreten hat. Es ist die Grundlage für unsere Art des Zusammenlebens. Wenn ein Mann deswegen verurteilt wird, dann begeben wir uns des Anspruchs, ein freies Land fernerhin genannt zu werden. Und jeder von uns kann morgen an der Stelle von Dr. Oppenheimer sein. Ich beneide Sie nicht. Was hätte ich nach Ihrer Meinung tun sollen? Sie hätten eine Anklageschrift verlangen müssen, die unloyale Handlungen behauptet, nicht unbequeme Ansichten. Seine eigentliche Sache ist, wird das Kabarett. Neuss, der Mann mit der Pauke, wird in Berlin der 60er Jahre ein hassgeliebtes Muss. Jetzt kommt eine Rückfallbohne. Meine dritte Friedrich-Luft-Brücke aus der Rias-Zone. Was ist das bloß? Ich komme von dem Mann nicht mehr los. Dolle Dinger. Mir geht's mit ihm so, wie ihm mit dem Springer. Guten Tag, liebe Hörer, hurtig in den Äther reflektiert, wonach die kleine Muschel giert. Aus heiterem Fiduz war ich wieder mal im weißen Neusel am Wolfgangsee und ich vermelde einen hochbrisanten Stickluftspaß. Die Volksbühnenfunktionäre müssen vor den kleinen Theatern ihre Knickerbocker lüften. Es riecht nach Romulus mit Fischfilet, hurra! Da kann sich die Schaubühne endlich auch mal ein Martin Maulheld leisten. Plautz, da wird mit der Mythologie des männlichen Geschlechtsteils aufgeräumt, meine Hörer. Der erhobene Zeugefinger geistert am Halleschen Tor. Der Mann mit der Pauke wird zum Voraustrommler der außerparlamentarischen Opposition. Er bleibt ein Narr von Graden, seine eigene Zeitung Neuss Deutschland kämpft gegen alle und alles. Er wird zum Querdenker des neuen Wir-Gefühls. Aber danach wurde es still um ihn und als er 1973 wieder auftauchte, hofften eigentlich alle auf ein Comeback. Sie wissen doch, dass ich so ein Typ bin, der das Innerliche immer auch außen trägt, zumindest auf der Lippe. Es gibt doch da nichts Falsches, was ich da von mir gebe. Es gibt zwar mal einen falschen Satz, aber dann bin ich selbst auch falsch. Aber wenn ich schon mich umkremple, dann kann man ja auch was Neues hören. Ich gehe immer nach wie vor in Osten, das darf man nicht vergessen. Immer rübergehen als Bazillenträger, natürlich. Auch wenn es sprachlich nicht reicht, weil die ja eine andere Sprache ist. Die Bockwurst schmeckt drüben immer noch nach Läusepulver, aber die Leute, also ich habe Onkel und Tante, die schwärmen von der Wiedervereinigung, toll. Das geht bis in die höchsten Funktionärskreise. Jeder hat mich gefragt nach den Massagesalons in West-Berlin. Keiner, der sich nicht interessiert. Habt ihr schon was Neues? Hotel Nobel da, ja, die deutsche Frau mit der Brust auf dem Rücken oder sowas.
Huckepack-Sex, Rucksackerotik. Nee, ich sage, Mann, wir üben Gewaltverzicht. Bei uns ziehst du überhaupt keine Sexbombe mehr, nur noch Geschlechtsdumdums. Aber ich habe Onkel und Tante zum Abschied gesagt. Ich habe gesagt, Onkel und Tante, die Wiedervereinigung kommt, könnt euch drauf verlassen. Eines Tages steht sie vor der Tür, ihr seid vielleicht gar nicht zu Hause. Aber so bin ich ja nicht. Sie merken schon, es ist was da, aber man kann es nicht beschreiben. Das stimmt, das muss ich zugeben. Ich habe eine neue Wahrheit, aber man kann sie nicht anfassen. Und wenn ich mit dem Namen Neuss behaftet, ein kleines Männlein aus Charlottenburg, alle 5 Jahre nur mal auftauche, jetzt werde ich mich mal dicke machen, dann müssen Sie mich auch als Vulkan sehen, der alle 5 Jahre explodiert, die übrige Zeit nur sprudelt. Aber es wurde kein Comeback. Im Gegenteil, Neuss verweigerte sich, sagte Nein zu allen Angeboten und wurde zum Apostel einer individuellen Haschischlehre. Sie brachte ihn vor Gericht, dem Gefängnis entging er denkbar knapp. Der Hasch- und Stadt-Indianer-Mythos rückte ihm auf den Pelz, er zog sich mehr und mehr zurück. Immer seltener, zuletzt kurz vor seinem Tod, gab er seine Apropos zum Zeitgeschehen. Und apropos, die Atmosphäre in der Stadt hat sich ja seit der Wahl total geändert. Es ist ja überhaupt nicht mehr langweilig, weil wir sind, ich darf es mal faschistisch ausdrücken, weil Begeisterung ist immer faschistisch, wir sind in Erwartung. Ich habe natürlich besonders viel verdrängt. Ne? Also, dass ich mir im Krieg in die Hand geschossen habe, das habe ich verdrängt, bis meine Mutter daran gestorben ist. Wie, brauchst du mich nicht fragen, die hat immer beim Maniküren gesagt, habe ich ihr die Hand von hinten so durchgesteckt. Da hat die mir innerlich immer gesagt, das war nicht nötig, dass du das gemacht hast. Na, und da sage ich heute noch, obwohl ich wirklich meine Mutter gerne hier hätte, das war dicke nötig, dass ich das gemacht habe. Für mich unglaublich nötig. Jetzt habe ich drunter zu leiden. Also ich habe die größten Schwierigkeiten, auch einen Grund, Mönch geworden zu sein, ja. Und hier gibt es Typen, die sagen, na, wenn du überhaupt ein kleiner Heiliger bist, dann wegen der Hand, kann man sich auch denken. Als Ausgeflippter schießt sich einer im Krieg in die Hand. Gibt schon Impulse, ne? Kunst statt Krieg heißt die Botschaft von meiner Hand. Kunst statt Krieg. Endlich wieder Kellerluft nach dem vielen Grunewald. Da kam Besuch aus dem 4. Stock. Komischerweise auf leisen Sohlen. Kommunist Knösel. Hör mal, Junge, kann ich mal einen Moment in deinem Keller hier unten bleiben? Wollen Sie sich verstecken, Herr Knösel? Vor wem denn? Ach, frag jetzt nicht. Bei Knösel hatte ich wegen Rauchen keine Angst. Ich war ja erst 11. Der hatte nämlich scheins auch was zu verheimlichen. Nun aber hatte ich gleich wieder den richtigen Riecher. Hast du diesen Kerl aus dem 4. Stock gesehen? Zu mir im Keller kommt keine Kerle, Vater Blockwart. Und schon gar nicht aus dem 4. Gut, gut, mein Junge, übe mal weiter. Na, es gibt was zu finden, sagen wir mal so, ja? Man könnte ja sagen, na, das ist aber Opium und das ist aber Heroin. Sich ewig suchen und dann gibt's gar nichts zu finden, ja? Das ist doch, das hören wir doch von Rimbaud, das wissen wir doch von Jimi Hendrix, das wissen wir doch von all den Typen, die jämmerlich daran eingegangen sind, sich zu finden und nichts vorgefunden haben. Und die Enttäuschung war groß, besonders bei Mädchen, wenn die sowas machen, ja, mit Drogen in sich gehen und dann nichts vorfinden, die springen leicht zum Fenster runter. 1923. Am 3. Dezember wird Hans Otto Wolfgang Neuss in Breslau geboren. Nach der Schule Landwirtschaftsgehilfe, Schlachterlehre. Mit 15 brennt er durch, will Klon werden. Der Ausflug endet in der Verwahranstalt am Berliner Alex. 1941, Soldat an der Ostfront, wird mehrfach verwundet, erhält das Eiserne Kreuz. Im Genesungsheim erste Versuche als Frontkomiker. Zurück an der Front schießt sich Neuss den Zeigefinger der linken Hand ab, um wieder ins Lazarett zu kommen. Die Angst trieb mich zum Fortschritt. 1945. Im Internierungslager inszeniert er bunte Abende. 1949. Des Reichskabaretts der Komiker Ricard Deco ist er Komiker. Nach der Entlassung tingelt er mit dem Ricard Deco-Programm übers Land. Reichskabarett der Komiker Ricard Deco. Habe ich jetzt vielleicht mal erzählen, was ich zuletzt von dir gehört habe? Ja, schieß los. Da bin ich auf einer Party im Europa-Center, Wahlparty.
Irgendwie, warte mal, ein gewisser Klaus Schütz hatte die Wahl gewonnen und wir haben eine Wahlparty und da kommt ein Mann an mich ran mit einem dicken Buch von Willy Brandt und sagt, hier wohnt ein Mann in Oberursel, hast du da mal gewohnt? Ja. Der möchte gerne eine Unterschrift von dir. Ich sage, in ein Buch von Willy Brandt? Ja, sagt er. Denke ich, Abi und Willy? Das stimmt. Mach ich, ja. Also da habe ich zuletzt von, und dann das Telegramm jetzt zum Geburtstag. Da habe ich mich ja wahnsinnig gefreut, weil ich dachte, der täuscht sich, so ein Energiebündel bin ich nicht doch, mehr. Doch, bist du, ein Kraftwerk nein. Bist du. Nein, hör mal, du könntest noch schmaler werden. Du könntest von mir reduziert werden auf die Hälfte von deinem jetzigen Sein, was du ausstrahlst. Es gibt ein blödes Wort. Da ist ja das Verführer Johanna und Felix Dick. Ja, pass mal auf, das blöde Wort Outfit. Was ist Outfit? Das ist wortwörtlich der Abklatsch unserer Klamotten. Ja. Und als man mich gefragt hat, sag mal, fährst du jetzt nach Berlin zum Stadtindianer, habe ich gesagt, ja, zum Stadtindianer. Nur eins, das Deko, das hat sich verändert. Spirit, hier, das, was hier drin arbeitet. Er ist in meinen Augen radiokreativ. Du bist das, was es heute nicht mehr gibt. Du suchst nicht. Du hast ein Hirn. Ich bin eine traurige Erscheinung. Du suchst nicht. Zuhören muss. Du suchst nicht. So reden auch Artisten unter sich. Höchst langweilig. Du kannst abrufen. Erinnern sich dauernd, ja, nicht heute. Was ist jetzt los? Du warst ja ein Energiebündel äußerster Güte. Es ist echt ein Wunder, dass du noch lebst, Abi. Das muss ich dir mal sagen. Wie du deine Energien verbrauchst, dann frag doch mal ihn. Sieh mal. Alle Kabarettisten, die ich kenne und Conferenciers, die gehen auf die Bühne und verbrauchen dort ihre Ekstase, statt einen großen Orgasmus zu machen, ja? Verstehst du? Jetzt aber er, Abi, ja, der hat 27 Orgasmusse in einer Vorstellung gebracht. Darauf haben wir uns hier verlassen. Darauf haben wir uns hier verlassen, ja? Wir haben mal gespielt den Dichterlehrling. Der Dichterlehrling. Die Zicke. Du als großer Dichterfürst, ja. Ich als Klamottist, der ja, Erste toll. In den Knien. Oh Meister, geliebter Meister mein, oh Kleister mein, toll. Lass du mich dein Geselle sein. Nein, wir waren so stark, oh dass die Schlusspointe scheiße waren. Stimmt. Weißt du noch, wie Grell sagte, du musst absetzen, hinten kommt nicht mehr. Ja, ja, stimmt. Oder Kasperletheater. Oder denk daran, entsinnst du dich nur an die Szene, die zwei Hunde, der Osthund und der Westhund. Und du sagtest, was ist mit dir? Und ich kam als kleiner Osthund ran an die Grenze und jetzt mal genug. Die sind schon hinter uns. Wie viel sind's denn? 9 Millionen. So viel? Ist nicht schlimm, können ja mit der Zeit weniger werden. Ja, 9 Millionen, das ist ja kein Publikum mehr, das ist ja schon ein Teil vom Globus. Das muss man sich mal vorstellen, da sitzt ein ziemlicher Teil der Menschheit hinter uns und will lachen. Und wir sind schon zufrieden, wir sind im Raum Hannover lachen. Ja, hier, ich nicht, du immer gegen die Windmühlen, was? Also, meine Damen und Männer. Ja, du hast die Herren von den Frauen vergessen. Sehen Sie, da haben Sie gleich am Anfang so ein Späßchen, womit Sie auch die traurigste Sendung locker machen können. Gefällig. Ist ein kleiner Trick. Sie brauchen nur die Damen von den Frauen zu vergessen. Also die Herren von den Männern. Eine Variante. Sie können ohne geistige Anstrengung in jeder Unterhaltung, können Sie das so einflicken. Das ist, also es macht sofort die Atmosphäre, verstehen Sie? Das ist, passt immer. So was Ironisches mit Reißverschluss. Man zipst es auf und das gute, alte, treue Herz lugt davor. Wolfgang Müller, das ist das abschließende Wort, was ich noch sage. Gut, dass wir so lange gemacht haben. Ich erniedrige meine Gage auf 3.000 runter, ja? Schenke 77.000, pass auf. Weil der Wolfgang Müller gesagt hat. Ich bin überhaupt, jetzt denkst du, ich habe eine Paranoia, weil der mit dem Flugzeug abgestürzt ist. Nee, habe ich nicht. Ich bin sensibel, aber das ist mir too much. Aber ich muss Müller treu sein. Ich bin gezwungen. Warum? Ich wohne in der Straße, wo er geboren ist, im Nebenhaus. Wir wissen hierher gekommen. Geschwemmt, sozusagen. Und wie wohnst du? Mietfrei. Ich habe die Wohnung gekriegt, indem mir Müller durch eine Frauenstimme, der die Wohnung gehört, meine liebste Gisela, gesagt hat, du wohnst hier natürlich mietfrei, solange du lebst. Ja, da kann man kiffen, sag ich mal ehrlich, ja? Da siehst du schon. Bin ich alleine. Habe ich doch nie umsonst gesungen. Müller ist da. Schalt ab. Was ist denn das für ein Such-Dich-Mensch, dieser Neuss? Abgrundtief böser Mann. Neue Zeitung 1952. Armer Wolfgang Neuss. Praline 1979. Ausgeflippter Indio. Süddeutsche Zeitung 1973.
Hexe aus Hänsel und Gretel, Bild, 1977. Cleverer Kerl, Bundeskanzleramt, 1983. Ungeheuer von Loch Neuss, Taz, 1983. Ruine, der Stern, 1974. Ich bin von der Droge zerstört, ich bin eine Ruine, ich bin ein Wrack. Und bin es manchmal eben nicht, ne? Aber im Prinzip stimmt schon alles. Wenn es nicht stimmt, zeige ich jetzt, dass sich's geändert hat. Alles andere wäre Gequatsche. Es muss schon immer eine kleine, Tristesse durch einen Ekstatiker schwingen. Wenn da nur Freude ist, traut man dem Frieden nicht, ja? Wenn ich mich aber selbst in die Mangel nehme, hier vor der Öffentlichkeit, in einem Film, der noch mein Lieblingsthema hat, nämlich Artisten, Menschen, Artisten. Also da muss man schon, echt bleiben, ne? Abi, du hängst hier. Der Felix und du und die Johanna, ihr hängt hier überall. Ja, mag sein, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich denke viel mehr an das, was bleibt. Was bleibt, wenn wir mal weg sind, ab nach Walhall, verstehst du? Was bleibt, ist da viel wichtiger. Darf ich dir mal die Botschaft geben, die hier, damit du auch mal eine kriegst von der Ekstase? Ja. Du hast gar keine Chance, nicht zu leben, Abi. Weißt du, wie das geht? Nee. Du lebst heute schon woanders. Kann sein. Auf deinen Sohn, auf deiner Tochter. Ja. Dann lebst du noch auf mir. Ja. Auf Felix. Ja. Du lebst auf allen Leuten, wo dein Herz etwas schneller geht. Und Müller, als er abgestürzt war mit dem Flugzeug, ja, um mal jetzt endlich aufs Thema zu kommen. Richtig. Der Wolfgang Müller hat vorher schon auf jemanden gelebt, bevor er überhaupt tot war. So ist es nun mal. Das ist die Botschaft, die ich habe, vom hier sitzen, vom meditieren, vom Mönchsein, ja? Wir haben gar keine Chance, nicht zu leben. Wir leben immer. Nun kannst du sagen, ja, aber ich weiß nicht, dass ich Felix Hock war vorher. Richtig, wir wissen gar nicht, dass wir gelebt haben. Aber vom Unwissenden ist der Zustand der Erde her im Moment, ja? Und wer weiß, ich gebe euch die Botschaft, die ist zwar nicht tröstend, weil man ja auch ableben muss, ja? Aber man lebt nur ab, um zu leben, wollte ich sagen. Es gibt keinen Tod in dem Sinne. Es gibt keine Chance, nicht zu leben. Keine. Man lebt immer. Immer, immer, immer. Ja, so wird man jünger, wenn man sich erinnert. Das hundertprozentig. Also das kann ich nur empfehlen, wie Abi das macht. Das ist ein Drang zum Jüngeren, der freut mich. Der freut mich. Das ist der alte Abi. Da kennt er keine Hemmung, da erinnert er sich an den letzten Dreck, ja? Aber Hauptsache jünger werden. Weißt du noch die Verjüngungskur? Nein! Damit können wir aufhören. Wir haben immer die Verjüngungskur gespielt. Guten Morgen. Guten Morgen. Shalom. Shalom, shalom. So hatten wir eigentlich ein traulich Familienleben in dem etwas engen Keller. Ich war immerhin Jungvollpimpf im Finnland 4, Stamm 17, hatte eine Sonderstellung. Ich war Trommler, der den Rhythmus angab zu marschieren, denn ich wollte ja Musiker werden. Was willst du mit der Pauke dort? Der Abi wollte die Pauke. Ja, dann gib's sie her. Ich finde sie so wunderbar, denn das war das, ich unvergesslich der 1. Mai in Hamburg. Mal her. Ach Mensch, das ist doch das Instrument der Welt. Und wenn du heute die verschissene Zeit ansiehst, da möchte ich fast seherisch etwas sagen. Noch nie war die Pauke so notwendig wie heute, Wolfgang, in dieser kranken Zeit. Nee, die Pauke ist nichts für gesunde Zeit, die Pauke ist nichts für kranke Zeit, die Pauke ist ein deutsch-nationales Instrument und der Ton wird im Moment von den Republikanern beansprucht. Den kann man komisch gar nicht mehr bringen, weil er wieder ernst genommen wird, leider. Leider, und trotzdem, du hast mal mit Recht gesagt, wir hauen auf die Pauke, wofür? Wir haben den Menschen sagen können, wir brauchen kein Rechts, kein Links, kein gar nichts. Wir brauchen Denken. Denken. Ja, aber das ist ja vorbei, da bin ich ja von der Zeit überholt worden. Dies brauchen wir nicht mehr, Denken, Nachdenken. Wir haben genug vorgedacht. Schlimm, schlimm. Wir haben bis ins Ozonloch gedacht. Wir müssen aufhören zu denken. Sondern wir müssen das machen, was Abi von Hase früher gemacht hat. Geschwungen. Und da kommst du nicht mit Gefühl. Da ist Gefühl eine lächerliche Angelegenheit. Geschwungen. Der hat gar nicht sich auf Denken verlassen. Das hat mich ja so gestört. Sondern der hat gesagt, schwingt es, wenn es schwingt. Und da kannst du gleich ableiten, wenn es zwingt. Abi von Hase war lange vor den Beatles der Rock- und Roll-Typ.
Das will ich eigentlich die ganze Zeit sagen über den Mann, ja? Denn er weiß es selber nicht. Mahlzeit. Er hat uns alle angetörnt. Ein Herr von Hase. Das ist mal für die Fachsprache, ja? Er hat uns alle angetörnt. Das ist es, wofür ich mich bedanke. Das ist es, weshalb ich weine. Das ist es. Und er weiß es nicht. Er will immer noch. Er braucht gar nicht mehr. Er will immer noch. Sieht das nicht aus? Ja, genau. Du warst immer ein Spötter. Ich bin kein Spötter. Hast du gemacht? Hab ich. Nee, das hast du gemacht. Hast du gemacht. Hast du gemacht. Ich kann nicht. Darum. Freunde, nichts ist so fröhlich wie die Zukunft von vorgestern. Guter Schluss. Seinen letzten wirklich großen Auftritt hatte er in der SFB-Talkshow Leute 1983. Hier funkelte er noch einmal vor großem Publikum. Sie hat zum Papst, hat sie guten Tag gesagt. Und wir machen Grüß Gott. Das ist es ja, das ist es ja. Hast du denn schon mal was Gutes in deinem Leben getan, Herr Dank? Ja. Ich habe mich aus meiner Wohnung bis zum Kaffee Kranzler begeben. Wie lange bist du in etwa in Berlin? Ich bin jetzt doch schon 40, 30, 35 Jahre in Berlin, ja? Na, vor 30 Jahren. Aber wir reden jetzt schon eine Minute und nur Unsinn, also? Wir machen noch weiter so. Die nächste Frage. Du hast, bin schon so lange hier, du hast mich noch nicht nach meinen Zähnen gefragt. Jetzt ich war Engel, weil du mich noch nicht nach meinen Haaren gefragt hast. Wir haben das geübt, ich habe ihn vorsichtshalber benutzt. Wir sind zwar Intellektuelle oder wollen das sein. Und wenn wir da nicht die Klamotte benutzen, wo so ein gutes Publikum da ist, sind wir schön dumm. Das andere können wir ja immer noch machen, wa? Der Regierende kommt ja auch noch. Und der plant dann das letzte bisschen Intellektualismus. Da haben wir einen guten, bunten Abend geboten. Und darauf können Sie sich heute mal... Ist die ja gar nicht an, die Kamera. Entschuldigung. Ach, die da. Entschuldigung. Ja, jetzt habe ich genug. Jetzt kannst du richtig loslegen. Bis jetzt hat man dich nur gehört. Und wenn man dich hört... ist eigentlich kein großer Unterschied zu früher. Wenn man dich sieht, ist ein Kleiner da. Kleiner ist ja dezent, ja, sei doch nicht. Wolfgang, du warst früher, soll ich es mal ehrlich sagen, nicht, dass du jünger warst. Ach, das sowieso. Wo ist die Kamera an jetzt? Jetzt da drüben. Ich mache jetzt mal, entschuldige mal, eine Sekunde Privatfernsehen. Marley ist im Osten, in Ostberlin. Seine Frau ist nämlich in Ostberlin. Jetzt kommt das, ja schon was kommt. Für das Reich tätig. Für die Zeit tätig? Marley, entschuldige, war er jünger oder nicht? Hätte er mich nicht längst gefragt, Wolfgang, mit den Zähnen, das willst du doch der Öffentlichkeit nicht zumuten. Du bist doch Ästhet. Marley, sei mal ehrlich, im Osten kommt doch die Zahnlosigkeit, da gibt es doch noch schlechtere Gebisse bei den Zahnlosen. Sei doch mal ehrlich, da kommt das doch ganz groß an. Die sagen, ich bin nur eine Hoffnung für alle, die wissen, in 4 Jahren gibt es die besten Gebisse. Wissen Sie das schon? Ich habe keine Angst vor dem Zahnarzt. Also ich will das nur mal... Ich habe halt ein Schattenkabinett im Mund. Das gibt's doch. Nur noch ein Telegramm von... Weil das so ein guter Text ist. Sie dürfen ich zum Haschisch sagen. Telegramm vom regierenden Bürgermeister. Im Übrigen sind wir uns einig, auf deutschem Boden darf nie wieder ein Joint ausgehen. Das ist... Hast du einen anderen Text? Ich habe einen anderen Text, ja. Leider. Dann geschah das, was viele Zeitungen eine Sternstunde des Fernsehens nannten. Richard von Weizsäcker, designierter Bundespräsident, bekam es schwer auf höchstem Unterhaltungsniveau. Eine Treppe tiefer, würde ich sagen. Es gibt auch noch eine First Lady, Mann, die heißt Marianne, ist die wichtigste hast du schon Frau. Drüber, hast du schon drüber die gesprochen? Die wichtigste Frau. Richtig. Marianne, hörst du mich? Du bist die wichtigste Frau außer Granada. Da muss ich mal was sagen, Ritchie, da würde ich doch empfehlen, den Bruder mal öffentlich zu umarmen. Warum? Das ist der eigentliche Intellektuelle in der Familie, das wissen da wir doch. Da haben Sie recht. Ja? Ich habe gerade schon zu Frau Marx gesagt, ich bin ja gar kein Intellektueller, habe ich auch nie überhaupt. Das weiß ich ja, aber wir wollen doch... Ich meine, ich habe das nicht so gemeint, wie ich das eben gesagt habe. Ich passe es ja auch nicht als Beleidigung auf, wenn und man außerdem, hier sagt... außerdem, Herr Regierende Bürgermeister, darf ich mal ein bisschen näher treten? Oder... Ihr Bruder weiß einfach mehr. Der war am Max-Planck-Institut. Der weiß einfach mehr und sagt einfach nicht alles. Und denkt immer, was macht der Richard?
Ich weiß doch einfach mehr. Und Richard hört sich auf mich. Ich erkläre die Familie besser. Ich bin öffentlich informiert. Ich erkläre die Familie besser. Vor allen Dingen weiß Neuss alles. Nein. Mehr. Nein. Und jetzt lassen Sie mich doch mal weiterreden. Ich habe kaum in meinem Leben je einen Menschen getroffen, mit dem ich so gerne und intensiv mich berate. Das tue ich auch weiterhin. Aber nicht, wie der Herr da hinten sagt, so als zu meinem Berater bestellen. Das würde in unser brüderliches Verhältnis nicht reinpassen. Erstens. Zweitens. Finde ich richtig. Zweitens. Mein Bruder ist überdies nie in seinem Leben in einer Partei gewesen. Im Gegensatz zu mir. Die beiden Brüder Vogel sind beide in Parteien und zwar in verschiedenen. Ah, ich finde, sie sind zwei tolle Typen für Deutschland, weil ehrlich, sowas brauchen wir, egal ob CDU, SPD. Zweitens, drittens, jetzt kommen wir nämlich auf das, was Sie vielleicht mit dem Intellektuellen meinen. Ein Intellektueller ist nach meiner Vorstellung einer, der zwar nachdenkt, eine Meinung hat, aber den letzten Schritt, der sehr wichtig ist nach meinem Gefühl, nicht tut, nämlich wirklich reinzuspringen in die politische Verantwortung. Außer Günter Grass. Nein, Günter Grass auch nicht. Der immer. Spricht. Hör doch mal auf, Mensch, hier. Darf ich mal was sagen? Ich muss mal eine Pointe los, denn die habe ich versprochen. Eine Pointe. Herr von Weizsäcker, wissen Sie denn überhaupt, dass ich Bundespräsident würde, wenn die Kinder wählen dürften? Ja! Das ist doch ganz klar, dass ich, weil die Kinder wählen nur immer einen aus der Sesamstraße. Jetzt hat die Pointe reingesprochen. Ja, also dein Publikum hier. Sind deine Zähne rausgefallen? Nein. Ich habe mich selbst verstümmelt. Mein Mikrofon ist weg. Ich wollte Ihnen sagen, die Kinder wählen immer einen aus der Sesamstraße. Und damit wollte ich wieder dezent auf meinen Mund. Und jetzt sage ich noch das Letzte. Wisst ihr am Tisch, warum wir in Deutschland noch keinen Aufschwung haben? Der Irrtum ist im Bundeskanzleramt. Weil unser lieber Bundeskanzler Helmut Kohl doch der Enkel schlechthin ist, ja? Das ist doch kein Bundeskanzler, das ist ein Bundesenkel. Und dieser Bundesenkel hat sich den falschen Geist gesucht. Es ist nicht Adenauers Enkel, es ist Heinrich Lübkes Enkel. Sie sind ja ein boshaftes Publikum, muss ich mal sagen. Ehrlich, also das kann nicht an mir liegen. Wolfgang Neuss ist tot. Wie sollen wir es mit ihm halten, wie von ihm sprechen? Er würde sich jede Würdigung verbitten. Vielleicht könnte dies sein Schlusswort sein. Ich bin ja einer der wenigen in der Stadt, der mit Toten spricht, Wolfgang. Wirklich. Und das tut mir echt leid. Ich meine, die Leute machen es heimlich alle, aber unbewusst, ja? Verstehst du? So, die denken mal an die... Ja, ich war ja auch auf der Beerdigung und so sagen. Aber bewusst mit Toten sprechen ist die Mode der nächsten Zeit, weil das tut den Geistern gut, die sterben. Was? Weil, sowas macht man natürlich, wenn man weiß, dass man wiederkommt. Ständiges Kommen und Gehen auf der Erde. Also spricht man mit Toten. Warum? Sie sind ja gar nicht weg. Und darum mache ich auch nie ein Comeback. Nie.